Oh. Gut, jetzt wollte ich Erde holen und hier die Schäden ausbessern. Ist beeindruckend, wie viel Zeit ich damit verbringe, irgendwelche Creeper-Explosionslöcher zu reparieren. Oder Oh. TNT-Explosion in diesem Fall. Farmst du da jetzt Cobblestone oder was machst du da? Wir haben im Keller fast eine komplette Truhe voll, ne? Ja, Killer. ich baue meine volle Version 2.0. Achso, okay. Wenn der Creeper bis ganz unten durchfällt, bis auf Ebene 0, da ist er doch tot, oder? Von hier. Ja, der muss nicht mal bis nach ganz unten fallen. Ich glaube, 24 Blöcke müssen die tief fallen, dann sterben die. Wo haben wir denn fertiges Eisen eigentlich? Oder ne, haben wir eine Schere noch? Ja, Jede Menge, habe ich gerade noch Okay. gesehen. Fertiges Eisen ist sonst auch Nee, ich im. brauche eigentlich nur eine Schere. Wenn wir eine Schere haben, ist das auch besser. Ja, die Schere weiß ich nicht wo. Fertiges Eisen ist auf jeden Fall in der Truhe im Keller für die Bodenschätze und nebenan ist die Truhe, wo du vielleicht die Schere finden könntest, nämlich für, ne? Wie hießen sie? Werkzeuge, genau. Werkzeuge und Waffen. Habe ich Ach, da nicht. ist eine Ja, das ist schon Schere. wieder ein Creeper. Perfekt. Oh, jetzt habe ich gar keine Sprucewood Saplings, sehe ich gerade. Oh, das sieht hier ja auch ein bisschen hässlich aus. Finde, unsere Schafe haben zu viel an. Okay. Dann hoch deinen Zauberstab raus und zeig's ihnen. Du magst also lieber nackige Schafe, ja? Oh, ich meine, die haben ein bisschen, die müssen mir ein bisschen was spenden. Oh, endlich wieder Zu zu wenig Hause. an. Ja. So. Ich meine, das ist auch gerade echt viel zu warm, oder? Ja, Für man die kann sich an die Schafe. Schilder ranhängen, ne? An die Banner. Was? Wie man kann sich da ranhängen. Wie denn? Wie Da denn? komme ich raus. Wie denn? Wie Welche hast du das Schilder jetzt meinst du gemacht? denn? Hä? Trollst du uns? Nein. Wie machst du das? Hä? Eben habe ich es geschafft. Was für ein Cheat hattest du, dass du geflogen bist? Ja, warte mal. Irgendwie geht's. Ja, ich hab's auch. Ja, stimmt, Tatsache. Ist ja lustig. Hier Was das ist. alles gibt. Ein bisschen So. daneben musst du sein. Bisschen daneben und dann. Dass du ein bisschen daneben bist, Hüft rein. weiß ich. Ah, ja, jetzt. Quasi außen dran. Daneben. Da noch. Geil, jetzt war ich Ist das eine teuer. Stunde unterwegs und habe nichts wiedergebracht. Wow. Also nicht nichts, aber nicht deshalb, weshalb ich losgegangen bin. Das liegt ja so. Slimeballs wolltest du, ne? Ja. Was wolltest du? Slimeballs. Ja, brauchst du einen Sumpf? Einen Sumpf? Ich habe hier einen Sumpf. Das ist dein Ernst? Ja, da hinten ist doch einer. Er hat ja nicht ungefähr dreimal gefragt, ob wir wissen, ob irgendwo ein Sumpf ist. Wo ist einer? Sag mal die Ah, ich hab dich Coins. verarscht. Entschuldigung. Ah. Kann ich mir nicht nehmen. Not amused. I'm sorry, I'm sorry. Alter, ist klar. Brauchen wir da noch einen Deckel drauf hier auf diesem Treppenhausturm? Paar Slabs brauche ich noch für da oben. Was Dann soll habe ich hier das? schön 5 Räume geschaffen. Dann müssen wir gleich noch gucken, wer welches Zimmer kriegt. Oh, nimm das rechte Zimmer. In unserer Hühnerfarm drin ist ein Creeper. Vermehrt er sich jetzt auch und legt Eier? Hoffe.
So Creeper-Spawner-Eier, oder was? Richtiger Christoph, Creeper. Noch kleiner konntest du die Zimmer nicht machen, oder was? Was ist das denn hier? Du wolltest Privatsphäre, oder? Du hast irgendwann mal gesagt, du brauchst Privatsphäre. Hier kann sich jeder schön selber sein Bett hinstellen und eine Truhe und was weiß ich. Da sind ich. Drei Räume. Hier sind ich drei und oben. Im nächsten Stockwerk sind nochmal zwei. Ich gehe nach oben. Ich nehme den hier. Ich glaube, wir würfeln aus, wer welches Zimmer kriegt. Ich nehme den hier. Du weißt schon, dass hier eine Wand hinkommt. Ja, und aber die kann man hier ja noch eine Wand anreißen. Hinkommt. Wobei, warte mal. Ich glaube, ich nehme Dachfenster. Dachzimmer. Es gibt keine Dachzimmer. Ja, gut, das hier, aber das kannst du dir ja vorstellen, wie groß das wird. Also, was es noch gibt, ist dieses Zimmer hier. Das hat hier hinten noch so einen kleinen Lagerraum direkt angeschlossen. Wo? Hier hinten. Was ist das denn? Mein Gott, das ist die Fläche, die ich da noch frei hatte unterm Dach. Ja, aber komm mal mit. Was ist denn? Geht's hier runter, ja. Was ist denn bitte das hier? Ja, das ist halt ein etwas unpraktisch geschnittenes Zimmer. Weißt du, das ist wie in der Studentenwohnung. Da kann man sich das nicht immer so aussuchen, wie toll die Zimmer sind. Da muss man nehmen, was da ist, weil es günstig ist. Nee, warte mal, in der Studentenwohnung wäre es so. So. Im Keller oder was? Oder so. So, ich platziere erstmal noch ein paar Fackeln, glaube ich. So. Ich will auf keinen Fall neben Lukas. Das ist immer so laut. Hat komischen Besuch. Ja, aber der Besuch kommt nur stundenweise vorbei. Ja, ich glaube, ich nehme das hier. Geh aus meinem Zimmer. Ich glaube, wir müssen noch abstimmen, wer welches Zimmer kriegt. Oder Lust? Würfeln oder so. Was hast du auf deinem? Sag ich dir nicht. Ich sag's auch nicht. Oh, yes. Wasser. Du hast es überlebt. Ich meine, das sind ja wirklich nur die. Das sind ja wirklich nur die Zimmer, in denen wir schlafen. Ne? Wir haben ja auch noch den Gemeinschaftsraum unten, wo wir die Küche und das Wohnzimmer schaffen. Und wo ist der Fernseher? Alter, dieser Baum hier nervt richtig. Fernseher gibt es nicht. Und die DSL-Leitung, damit wir Minecraft spielen können? Gibt es nicht. Hallo? Zombie-Falle. Smikus? Hm? Da fehlt eine Druckplatte. Nein. Hast du die aus Sicherheitsgründen weggelassen jetzt? Okay. Ich verstehe, nee. Kein Problem. Guck mal, ich erkläre dir das Prinzip mal, Christoph. Ja? Wo bist du denn? Ja, warte, ich komme. Ja? Okay. Zu viel gemacht. So Autsch! Doch. Also, ne? Weißt du was? Ich ärgere mich gerade, dass mein Zauberstab nicht aufgeladen ist, weil ich habe ernsthaft versucht, unter dir den Boden wegzumachen. Aber irgendwie sind die ganzen Aspekte aus meinem Zauberstab raus. Wie konnte das denn passieren? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Dir ist schon klar, dass du das hier gleich wieder alles herstellen darfst, ne? Ja. Gut. Warte, ich lasse sogar noch einen Stack Dirt da. Ich bin ja nett. Die Falle? Leute, wer auch immer es lustig fand, hier Lava zu platzieren über der Tür. Oh mein Gott, wer war das denn? Alter! Mikus war das. Es sorgt dafür, jetzt ganz im Ernst, ist ja eine ganz lustige Geschichte, besonders weil jetzt der große Baum abbrennt. Osmikus! Der, weshalb wir uns hier niederlassen wollten. Osmikus! Alles klar, es ist ja schon, es war hier. Und das heißt, dass auch das Haus abbrennt. Genau, töte mich ruhig. Das heißt, dass auch. Ich bin die ganze Zeit mit Christoph am Gucken. Das heißt, dass auch das Haus abbrennen wird. Osmikus, dein Ernst? Also war es Lukas, okay. Oh Gott. Abbauen? Es ist ganz oben schon das Feuer. Ja, eben, das ist das Problem, da kommt man so schnell nicht das hin. Das hältst du nicht mehr auf. Ich war es. Habt ihr Wassereimer? Ich hab einen Wassereimer. War ich es auch, nicht. Aber da kommst du nicht mehr hoch. Ich war es wirklich nicht. Außer du kannst fliegen. Oh Mann. Ich war es wirklich nicht. Ich war im Haus zum Zeitpunkt, als die Lava platziert wurde. Das sieht hier jetzt natürlich richtig scheiße aus und ich fürchte, wir haben jetzt einen richtig schönen Waldbrand auch.
Also ich komme nicht mehr hoch, wie komme ich hier hoch? Ich habe einen Wassereimer, Christoph. Wo? Ja. Wir müssen probieren, hier noch Saplinge rauszukriegen. Das habe ich nicht dabei. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, ein Herr. Das Einzige, was wir noch machen können, ist das jetzt eindämmen und versuchen, dass das nirgendwo mehr übergreift. Auf die anderen Bäume, die hier rundherum so stehen. Und da, selbst dazu ist es zu spät. Ja, sag doch mal bitte jemand, wer es war. Smikus, du warst das. Ich stand neben Christoph. Ja, wer war es? Arne. Ihr habt, also, ihr habt beide. Zalo, warst du das? Ich bin nicht so doof und mach sowas, sorry. Nee, das war nämlich jemand, der sich nicht mit den Minecraft-Mechaniken so gut auskennt, Smikus. Ich stand doch neben dir, Christoph. Irgendwann habt ihr was gesagt von wegen Eimer, Lava platzieren, gefährlich, wenn man, wenn das dann über einem ist und runterkommt. Und das waren du und Lukas, die sich darüber unterhalten haben. Ja, und ich war es wirklich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt in der Hütte war. Als du da meintest, oder hat jemand Lava platziert, und da war ich doch drin. Hä? Als ich sagte, oder hat jemand Lava platziert, ging es um was völlig anderes. Geil, Zalo, wenn da mit seinem Zauberstab steht. Ja. Das ist eine richtige Feuerwehrmann. So, die positive Nachricht ist, dass ich jetzt ein bisschen was an Holz habe. Oh. 20. Frost. Oh, aber ich habe Frost nicht aufgeladen. Wir müssen hier ein Sapling bauen. Oder bekommen. Und dann können wir vielleicht noch mal so einen großen Baum spawnen. Also ihr wisst vielleicht, dass ich Fan davon bin, das Gebiet so zu belassen, wie es ist, und sich mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen und dann zu bauen. Und dass ich scheiße finde, das Gebiet so krass zu verändern. Ja, das hat super geklappt. Das ist eine extrem krasse Veränderung. Ich weiß schon, was wir jetzt hier hinbauen. Ja, Turm. Das passt. Ich möchte nochmal anmerken, ich habe am Haus extra dieses eine kleine Vordach hier geschaffen, damit ich vom Baum möglichst wenig abreißen muss und um den Baum rumbauen kann, ja. Und der Dank dafür ist, dass irgendjemand hier den Baum anzündet. Und wer auch immer das war, der darf jetzt bitte auch sein Werk vollenden und alles, was da oben noch rumschwebt und nicht abgebrannt ist, abbauen. Ja, Smikus. Was ist sowas von, ne? Ja, das ist klar. Natürlich warst du das. Ja, zu retten ist das eh nicht mehr. Jetzt kann man auch sagen, dass man das war. Ich war es aber nicht, Christoph. Ich stand die ganze Zeit neben dir. Ja, wer weiß, wann da ein Lava-Eimer platziert worden ist. Vor was für einer Zeit. Ich war es wirklich nicht. Ich war es auch nicht. Arne? Nee, ich war es auch nicht. Gut. Basti? Hast du das? Ich war es auch nicht. Ja. Und dass ich es nicht war, habe ich sogar einen Videobeweis. Auf dem ich drauf bin. Ja, du kannst den Eimer auch schon wann anders platziert haben. Was ist eigentlich dieses komische schwarze Zeug? Ja, das frage ich mich auch. Obsidian, was ich da gebildet habe? Nein, nein. Das ist Sternstein. Ja, und wo kommt der her? Diamantspitzhacke. Wo kommt der her? Hab ich abgebaut. Wie hast du abgebaut? Dass der hier entstanden ist, meine ich eher. Wie kommt das hier hin? Oder hat das hier jemand gebaut? Ach, hast du hingebaut? Okay, ja. Das bringt nichts. Man könnte auch einfach den Wasser da oben. Ja, ist er schon weg. Hab ich schon. Ja, ja, okay. Alter Schwede, ey. Toll, jetzt schweben hier überall. Ja, deshalb sage ich ja, wer auch immer das war, der soll bitte das noch abbauen. Ja, ich mache schon mal ein bisschen aussieht. Das, was, wo ich mit dem Zauberstab gerade rankomme. Ja, und ich sammle unten das ganze Holz ein. Das brauche ich ja eh. Wie kommen wir jetzt auf den Täter? Was ist das für ein Turm hier eigentlich? Wo? Achso, da hat sich jemand hochgebaut, um Wasser zu platzieren oben. Ich vermute Arne, weil der baut ja mit diesem komischen Zeug. Ja, das war das, was ich im Inventar hatte. Wer lügt denn jetzt gerade? Wahrscheinlich so, wie du lachst, du. Nein, ich Obwohl, ich meine, auf dieses Lachen von dir bin ich schon häufig genug reingefallen. Also, dass ich dann dachte, du wärst das. Irgendwas, ja. Und du warst es dann nicht. War das wirklich nicht? Ich bin doch nicht so dumm. Ich habe doch hier die Stelle gefunden und meinte, das sieht voll geil aus. Ja, das stimmt. Als ob ich die dann hier abfackel und das schnell übergreift, das ist mir schon bewusst. Deshalb sage ich ja, ich vermute da jemanden, der die Minecraft-Mechanik nicht so ganz kennt. Ich war es, aber ich finde dafür so. Dann guck dir ein Video an, dann wirst du es sehen. Ich stand schon lange da, hab auf dich gewartet und irgendwie jetzt, der Baum ja schon längst brennen müssen, währenddessen wir da rumgearbeitet haben. Kommt drauf an, wie man das platziert hat.
Ach so, das weiß derjenige, der sich dann nicht damit auskennt. Ja, das passt dann wieder nicht zusammen, ich weiß. Meine Aussage hat einen Haken, ich sehe es selber. Also ich hatte einen Lava-Eimer und der liegt hier unten, wie du weißt. Naja, das weiß ich. Soll ich das Inventar jetzt ausräumen? Hier liegt eine Schallplatte rum. Dann waren dann war das entweder Zalo oder Warum sollte ich den Baum anzünden, ganz ehrlich? Oder du. War's. Ja, dass ich es nicht war, davon könnt ihr euch ja alle selber. Das ist jetzt hier wie bei TTT, aber ich weiß ja, dass ich es nicht war. Und dass Mikus so. Das ist wie bei Trouble in Terrorist Town, ja. Nur weißt du was, bei Trouble in Terrorist Town habe ich die Möglichkeit, euch einfach alle umzunocken und dann weiß ich, wer der Traitor war. Also, weil du der Sheriff bist, oder was? Nee, aber wenn ich am Ende als Innocent überlebe und ihr alle umgenockt seid. Es kommt doch am Ende eh raus. Ja, hier kommt es leider nicht raus. Was ich ein bisschen schade finde. Ich werde mir die Aufnahme ganz genau angucken, das Mikro, und wenn ich da irgendeinen Deal sehe, ne? Ich werde sie auch irgendwie ganz. Ich habe zwei Eimer bei. Einmal Wasser, den habe ich oben platziert, und ein Lava, das habe ich hier bei Christoph platziert.